So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wie versprochen die zweite Folge Eier brüten, die zweite Folge vom Eventtag. Das seht ihr zwar am dritten Eventtag, aber ich mache das halt immer dann einen Tag danach, weil ja Raid am Mittwoch zwischendurch reingefunkt hat. Und wir wollen auch nicht lange reden. Diesmal haben wir wieder 30 Geschenke geöffnet und 18 Eier erhalten. In der ersten Folge waren es ja 20 Eier aus 30 Geschenken. Diesmal waren es 18 Eier aus 30 Geschenken. Und wir gucken mal, was wir da alles bekommen haben. Immer noch auf der Suche nach Shiny Mobile, nach generell Baby-Shinies und natürlich auch nach den Shiny Alola-Pokémon. Los ging es dann mit einem Magby. Ich habe mir das jetzt auch markiert, dass ich immer weiß, von wo bis wohin das ging. 731 WP. Wir blenden auch mal wieder die Bewertung ein, dass wir sehen, wo das herkam. Hat also, ja, 15 Angriff. Ach, 15 KP, meine ich. In der Nähe von Haldenwang, Bayern, Deutschland. Sehr schön. Das hat also den Anfang gemacht. Dann ging es weiter mit einem Togepi aus Frantischkofi, Latschne, Karlovarski, Kreisch, Tschechien gefangen. Wer da wohnt, schreibt es mal in die Kommentare, wo auch immer das Ei her war. Auf jeden Fall ein Togepi, leider nur 2-Sterne-Bewertung. Beim Magby habt ihr ja wenigstens 3 Sterne gehabt. Dann gab es ein Dickda, ein Alola Dickda, leider kein Shiny Alola Dickda, aber die gab es ja während des Events damals auch wild zu fangen. Habe ich auch bekommen, ist also nicht so tragisch. Wir wollen ja die Alola-Shinies, die es nur aus Eiern gibt. Das Dickda übrigens aus Essen, Nordrhein-Westfalen und auch nur mit einer 2-Sterne-Bewertung. Dann gab es einen Rabauz mit 15 Angriff. Das heißt, wenn ihr das entwickelt, das wird dann also zu einem Kickli. Müsste man auch, wenn man die Bewertung hier wegmacht, seht ihr bei dem Entwicklungsbutton hier unten. Wenn ihr das entwickelt, wird das Kickli. Ist ja jetzt neu. War damals immer ein Fragezeichen dran und man musste sich merken, bei Angriff wird es Kickli, bei Verteidigung wird es Nocturne und bei KP wird es Capoeira. Jetzt habt ihr aber unten das aufgelöst, auch wenn ihr Namenstricks bei den Evoli-Entwicklungen anwenden wollt und habt das noch nie. Seht ihr, wenn ihr oben den Namen reinschreibt, schon unten, dass das Fragezeichen weg ist und der Schatten da von dem, was ihr dann entwickeln wollt. Und so könnt ihr auch sehen, ob das auch passt mit euren... Was ist denn da unten schon wieder los? So seht ihr dann auch, ob das dann auch passt, wenn ihr eure 10 Kilometer gelaufen seid mit eurem Buddy für Nachtara, Psyana und so weiter. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. 15 Angriff, sehr schön aus Herbrechtingen, Baden-Württemberg. Dann gab es ja weiterhin ein Isso, auch mit 3-Sterne-Bewertung aus Yokohama, Kanagawa, Japan. Yokohama war ja jetzt auch das Go-Fest. Und es wurde sogar schon auch wieder eine Safari-Zone angekündigt in Montreal, Kanada. Da sind wir natürlich auch gespannt. Kam ja aus dem Nichts. Eigentlich waren alle Termine für den Sommer schon angekündigt. Aber das zählt sicherlich nicht mehr in den Sommer mit rein. Deswegen ist das extra. Isso hätte auch shiny sein können. Ist es nicht. 3 Sterne. Aber wir gehen weiter. Jetzt habe ich mich wieder mal verdrückt. So, wir ziehen es wieder nach hier. Dann ist das nächste Mobile am Start. Das suchen wir ja als Shiny. Hildburghausen, Thüringen. Also direkt von hier. Ist auch nichts Besonderes. Kein Wert auf 15, trotzdem 3-Sterne-Bewertungen. Dann gab es ein Mantirps. Das war ja auch immer richtig selten. Aus Leer, Ostfriesland, Niedersachsen. Mantirps fehlt mir, glaube ich, auch noch als Lucky. Einige haben das, glaube ich, immer noch nicht. Habe ich damals an einem Community Day das erste Mal bekommen und das zweite Mal und das dritte Mal. In einer Folge ging es da richtig ab. Dann Klingplim, das mindestens genauso selten gewesen die ganze Zeit. Aus Versailles, France, Frankreich mit 15 KP, wie ihr hier seht, ist natürlich der Bruder von Palimpalim, also das Baby dazu. Das wird sicherlich auch noch einigen fehlen, habe ich aber jetzt auch schon genügend gehabt, habe die dann immer weggeschickt, habe glaube ich 3 oder 2 von jeder Sorte dann behalten. Und das nächste Mobile aus Nanterre-Île-de-France, Frankreich, nur mit 2 Sternen, hätte shiny sein können, ist es aber nicht. Dann haben wir einen Alola Kleinstein, was es ja auch als shiny gab, habe ich aber schon entwickelt, die ganze Alola Kleinstein-Familie. Gefangen Reken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, nur 2 Sterne. Und böse Augenbrauen sehen immer noch aus wie Nacktschnecken, das machen wir wieder weg. Ein Kusilla aus Eisfeld, Thüringen, auch wieder hier genau um die Ecke. Kusilla, okay, mit 2 Sterne, sonst nichts Besonderes, können wir auch weitergehen, hätte auch shiny sein können. Dann wieder Magby mit KP 15 aus Meiningen, auch wieder um die Ecke, ist alles hier, aber nur 2 Sterne
Bewertungen. Mit Magby hat es angefangen. Magby in der Mitte, Magby überall. Dann haben wir einen Mamfaxo aus Ilmenau. Das ist doch bestimmt vom Dave, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch keine berauschenden Werte. Ihr seht trotzdem, das hat über 1000 WP schon als Baby. Richtig genial. 2-Sterne-Bewertung. Ein Alola Sandan. Und das hätte shiny sein können. Das könnt ihr nämlich so nicht wild fangen. Außer beim GoFest sind die sogar wild gespawnt. Alola Sandan, Alola Vulpix. Und das jetzt hier aus Thema. Auch wieder um die Ecke. Egal in welche Richtung man geht, ist immer alles 15 Kilometer entfernt. Aber kein Shiny, ist aber nicht schlimm, denn das Alola Sandan, da habe ich schon die Familie voll. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema, muss ich irgendwann mal entwickeln. Dann haben wir noch einen Fluffeluff, leider kein Shiny, da fehlt mir nämlich noch eins. Aber ich weiß schon, wer noch eins übrig hat und vielleicht kann man da noch eins abstauben. Aus Hildburghausen, 2-Sterne-Bewertung, nicht weiter wild. Noch ein Kusilla hinterher aus Wien, Österreich. Grüße gehen raus an Phoenix und Titan MC. Aber auch nur 2-Sterne-Bewertung, kein Wert auf 15. Azuril aus Merseburg, Saale, Sachsen-Anhalt. Auch 2-Sterne-Bewertung, hätte auch shiny sein können. Da habe ich die Familie aber auch schon voll. Und das ist das allerletzte, da habe ich nämlich jetzt wieder Ausrufezeichen dran. Aus Würzburg, Bayern. Bayern, Deutschland, Magby, 3-Sterne-Bewertung, Angriff auf 15 und ihr seht, mit Magby fängt es an, Magby in der Mitte, Magby am Ende, alles voller Magby, Magma und Mark Brandt mit den Schlauchbootlippen. Habt ihr das schon entwickelt? Habt ihr schon ein shiny Magby vor allem? Schreibt es mal in die Kommentare und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir wieder 30 Geschenke aufgemacht haben und gucken weiterhin, ob wir ein Shiny Mobile brüten oder ein anderes Shiny Baby bekommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist cool, wenn man da zügig hintereinander alles wegbrüten kann. Wenn man immer zu Brutmaschinen kauft, der so bekloppt ist. Aber egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wow!